Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier auf Kurier.tv bei unserem Kurier-Kultur-Talk. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und uns die Treue halten. Aber wie ich immer sage, es lohnt sich auch diesmal. Denn ich habe einen Mann bei mir, der so ungefähr alles kann. Er ist Entertainer, Schauspieler, Sänger und Intendant. Und in Wahrheit müsste er eigentlich auch diese Sendung moderieren, die wir gerade vorher festgestellt haben, und mir die Fragen stellen. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist, Alfons Haider. Herzlich willkommen, lieber Alfons, schön, dass du da bist. Einer der angesagtesten Kulturjournalisten des Landes, meine Damen und Herren, sitzt heute hier bei mir. So machen wir es nicht. Ich freue mich wirklich auf die Einladung. Die Gefahr besteht bei mir ja immer, dass ich dann das ich zurückinterview. Das ist wirklich so. Aber gut. Na gut, okay. Wir machen es nicht. Du bist es heute. So. Alfons, schon letztes Jahr hattest du mit dem King and I einen großartigen Erfolg bei den Seefestspielen Mörbisch. Aber heuer kann man nur sagen, Mama Mia. Ja. Wie viele Karten sind schon weg? Also wenn wir jetzt alle spielen, es hängt nur mehr darauf ab. Also weg sind jetzt schon 179.000. 169.000. Mhm. Und wenn wir alle spielen, es hängt vom Wetter ab, dann wären es 180.000. Wir haben jetzt zwei Zusatzvorstellungen noch aufgemacht vor drei Tagen, nämlich am 27. Juli und am 3. August. Und da gibt es nur mehr 3.000 Stück. Also das ist, ich meine, ich habe zwar gerechnet und gehofft, dass Mama Mia ein Erfolg wird. Und wir haben insgeheim gehofft, dass wir die 100.000 knacken, weil letztes Jahr waren es 80.000. Aber dass wir um 100.000 mehr haben als letztes Jahr, das hat auch sogar mich überrascht. Und ist ein Zeichen, dass der Festspielort, der Musical-Festspielort Seefestspiele Mörbisch jetzt endlich fürs Publikum auch ein Begriff ist und auch greift. Mhm. Du hast ja schon vieles verraten, punkto Mama Mia. Verrate mir doch bitte, wie schwer war es denn, die Rechte zu bekommen für dieses Musical? Es war wirklich nicht einfach, aber wir waren ja schon in Vorverhandlungen und dann natürlich der wunderbare Verlauf von King and I. Kurier hat ja auch fast eine ganze Seite gebracht in Farbe. Kritiker kenne ich, sie auch übrigens. Die Krone war auch dein Kollege, also auch die Nummer 1 der Krone hat das dann gemacht. Und diese Kritiken sind dann wirklich in Deutschland und in London herumgereicht worden auch. Und dann ist man aufmerksam geworden auf die Bühnendimension, denn 3600 Quadratmeter ist wirklich die größte europäische Musical-Open-Air-Bühne. Und das hat natürlich die Amerikaner und die Engländer fasziniert sowas immer, nicht? Wenn immer so big oder biggest oder so. Und dann ging es auf einmal relativ rasch und wir haben viele Sondergenehmigungen, weil wir natürlich viele Zusatzstücke, wir müssen viele Wiederholungen haben, weil wir auf diesen Dimensionen ja nicht einfach, wir spielen einfach auf einer Breite von fast 100 Metern, einer Tiefe von 70 Metern. Also es sind manche Stellen verdoppelt worden, da gibt es dann Sonderrechte. Aber das ist natürlich auch für die Verlage ganz interessant, weil natürlich mit uns jetzt die Möglichkeit besteht, mit dem Material dann andere Großbühnen, vor allem in Amerika ist es jetzt wichtig, auch noch zu bekommen. Mhm. Und vor allem, ich finde es ja großartig, wenn ein Zuschauer sich hinsetzt und nicht jetzt eine halbe Stunde braucht, bis er wirklich in Santorini ist oder auf Santorini, sondern bei uns sitzt, du schaust und bist in Santorin oder auf Andros oder auf Mykonos. Hast du schon erwähnt, was Walter Vogelweider auf die Bühne bringen wird, ja, nämlich die Insel Santorin, ja, und eine überdimensionierte Disco-Kugel. Ja, also es ist wirklich korrekterweise die größte mobile Disco-Kugel der Welt, 11 Meter Höhe, 9,5 Meter Durchmesser und 20 Tonnen Gewicht. Mhm. Und ich kann nur sagen, wenn die sich bewegt, hast du immer nur acht und gibt es ein Signal, laufen. Die bremst nichts. Also da muss man wirklich aufpassen. Das klingt jetzt komisch, aber das ist natürlich eine Verantwortung. Das wird für uns auch ganz eisern eingeprobt, weil die Kugel natürlich nicht stehen bleibt. Nicht? Das ist, bis die steht, da muss wirklich die Bühne leer sein. Da gibt es eigene Mechanismen, Sicherheitsleute, die auch da dabei sind. Aber das ist ja nur ein Zuckerl am Schluss. Ich glaube, die Qualität des Stückes ist A, der Regisseur, das ist Andreas Gern, der wirklich alles inszeniert, was gut und teuer ist. Das ist die Besetzung, Bettina Mönch, Milica Jovanovic, die letztes Jahr die Anna gegeben hat im King and I, und Ines Hengel-Birker, Volksoper, auch die Männer, wunderbar, Lukas Perrmann, großartiger Künstler, also Christian Messner, wir haben Christoph Messner, und vor allem die Jungen sind so toll, die Anna-Rosa Döller und der Timotheus Hollweg. Mhm. Und der Jonathan Auer legt wieder eine wahnsinnige Choreografie hin. Mhm. Und es freut mich so, ich habe das immer in meiner Fantasie gehabt, in meinem Kopf weiß ich ja schon, was ich die nächsten 3 Jahre spielen werde, aber dass das wirklich so ineinander greift, dass der See auf einmal dann, wenn es finster wird, fast wie eine Meeresbrise ist.
Und dass der Sonnenuntergang wirklich dann so auf uns drauf geht, wie es wirklich in Griechenland ist, ja, das ist schon, das kann man halt wirklich nur nervisch erleben. Weil du gesagt hast, du hast die nächsten 3 Jahre schon in deinem Kopf. Eine Produktion ist schon bekannt, nämlich die für 2024. Ja. Da geht es nach London, My Fair Lady, da, aber neu. Ja, ich habe mich da auf meinen Auftrag wirklich zurückbesonnen, dass wir auch einen Kulturauftrag haben. Und Mamma Mia ist natürlich eine sichere Nummer. West Side Story war es natürlich auch durch Leonard Bernstein. My Fair Lady ist sehr, sehr populär, aber das greifen die Jungen nicht an. Und wir haben jetzt gedacht, nein, wir müssen doch auch schauen, dass die jüngeren Generationen, dass die jetzt Mamma Mia stürmen, ist klar. Aber wie kriegt man die Leute in My Fair Lady hinein? Weil es ist großartige Musik. George Bernard Shaw hat ein wunderbares Stück geschrieben, das wissen wir alle. Und wir dürfen heute spielen. Wir spielen im Jahr 2020, aus vielen Gründen, um den Krieg nicht zu haben, um die Corona-Epidemie noch nicht zu haben. Das heißt, das Stück wird hier nicht umgeschrieben oder umgemodelt, es wird einfach modernisiert und ins Heute gesetzt. Das Wienerisch ist anders als vor 60, 70 Jahren, das ist wirklich so. Wir haben das gemerkt, es gibt ja eine berühmte Bronner-Fassung, das könnte man heute fast nicht mehr spielen. Also es wird hier modernisiert, es wird die Musik auch ein bisschen modernisiert. Es sind die Charaktere aber 1:1, wie sie sind. Gut, der Vater ist kein Müllkutscher mehr, sondern das ist der Taxifahrer. Also es ist ins Heute gesetzt, aber der Charme dieser Show, die wunderbaren Melodien, die wir alle kennen, da wird überhaupt nichts verändert. Es wird das Bild, es wird die Optik ein bisschen verschoben und es wird ein Jahrhundert nach vorne gedreht. Aber die Qualität und die Aussage des Stückes ist ja heute noch immer gültig, dass Menschen, die leider muss man sagen, die halt keine gute Ausbildung haben und die Sprache nicht beherrschen, ihre eigene Sprache, einfach Menschen zweiter Klasse sind. Und wir brauchen nur in der Umwelt schauen, es ist so. Jemand mit schlechter Ausbildung ist ein Mensch zweiter Klasse, leider. Und das zeigt dieses Stück. Und es zeigt auch die Sturheit von Männern. Denn der Higgins ist ein derartig sturer Kerl. Aber die Eliza ist um ein Stück noch langatmiger als er. Und natürlich, die Liebe schlägt zu. Und solche Sachen gemeinsam. Walter Vogelweider kann jetzt outen, macht wieder das Bühnenbild. Und Simon Eichberger, der für König und ich verantwortlich war, wird dieses Kammerspiel wieder auf die Bühne bringen, weil der hat King and I so toll als Kammerspiel auf die Bühne gebracht, wie weit man von Kammerspiel reden kann, wenn der erste Zuschauer 70 Meter weg sitzt. Es ist ihm gelungen, es wird ihm wieder gelingen. Ich bin wahnsinnig froh. Und dass wir Mark Seibert gewinnen konnten als Professor Higgins, ist doppelt toll, weil wir damit ein Signal senden. Es ist wirklich My Fair Lady the Musical heute. Und Mark Seibert ist natürlich im Moment so ein bisschen das Who is Who des österreichisch-deutschen Schweizer Musical Stars. Du hast ganz zu Beginn erwähnt, dass du ja 2 Spielstätten eigentlich betreibst. Und zwar gibt es ja auch noch das Schloss Tabor. Ja, das ist nicht mein Stiefkind. Es ist nämlich, muss ich ehrlich sagen, ist ganz anders als Mörbisch. Dort gibt es halt nicht 6.100 Zuschauer, sondern nur 780, knapp 800. Man muss dir vorstellen, du kennst das ja, ein Schloss, wenn das letzte Auto steht, ist nichts mehr. Nur mehr ein Schloss, ein Wald und Tiere. Letztes Jahr haben wir ein Reh gehabt, das haben wir wirklich bei einer Probe hereingeschaut hat. Wir waren fassungslos. Hat uns 12 Sekunden zugeschaut, ist wieder gegangen. Wir haben ich weiß nicht, was das genau für Vögel sind, so eine Mischung aus Amsel und einem anderen Tier, Vogeltier mit gelbem Schnabel und gelben Federn am Rücken, die wirklich 20, 30 Stück wirklich kommen und stundenlang sitzen und zuschauen und auch mitflöten manchmal. Ist unfassbar. Und da bringen wir heuer Jacques Offenbach, die schöne Helena, weil ich eben gesagt habe, ich möchte dort auch Sachen bringen, die nicht so abgespielt sind. Und wir haben eine großartige Helena. Wir haben Svenna Isabella Kalweit, die vor 2 Jahren unsere schöne, die lustige Witwe gesungen hat. Und die Zweitbesetzung von König und ich, Benjamin Lee, der letztes Jahr so Furore gemacht hat als König in Mörbisch, der singt den ersten in Österreich asiatischen Paris. Und Flo und Wisch, oder Wisch und Flo, die 2 wunderbaren Kabarettisten, haben das Buch umgeschrieben. Und das wird sehr lustig. Also man sitzt auf Schloss Tabor
im Hotel, Sieben-Sterne-Hotel, Metaxa natürlich, die Götter und alle schimpfen auf Mörbisch. Also alle fahren zu dieser schwedischen Popgruppe, was ist los? Ist doch furchtbar und der See ist besser als wir. Also es wird sehr lustig, dass wir ein bisschen mit Augenzwinkern uns selbst auf die Schaufel nehmen. Das klingt sehr, sehr gut. Was ganz viele Menschen wissen wollen, immer wieder von mir, wirst du selbst irgendwann in Mörbisch auf der Bühne stehen? Nein. Ich hätte das so komisch gefunden. Ich habe ja in Stockerau, das war halt anders. In Stockerau habe ich als junger Schauspieler begonnen. Ich weiß gar nicht mehr, vor 40 Jahren. Und dann habe ich dort 15 Jahre gespielt und bin jetzt ein bisschen Publikumsliebling geworden. Der Jürgen Wilke, der damals Intendant war, hat gesagt, du, warum willst du das nicht gleich selbst übernehmen? Und dann bin ich natürlich, der Bürgermeister hat gesagt, ja, aber die Leute kommen jetzt nicht, weil dort nur steht Intendant Alfons Heider, die wollen sie weiter sehen. In Mörbisch war das Ganze etwas anderes. In Mörbisch hätte ich auch die Kraft nicht. Ich habe wirklich in einem Haus knapp 250 Mitarbeiter und im anderen 80. Also das ist, um das zu führen und diese Dimensionen jeden Abend dann 6.100 oder 700 rein und raus zu kriegen, das ist große Kraftanstrengung, große Verantwortung. Aber sollte es einmal dazu kommen, dass wir La Cage voll spielen, ein Käfig voller Narren, und mein Freund Reinhard Fendrich sagen, ja, ich mache dir den Mann, dann würde ich dieses Gelübde brechen und würde sagen, dann spiele ich einmal. Also ich hoffe, Reinhard Fendrich hört zu. Ja, dann werden wir streiten müssen. So wie ich den Reinhard kenne, würde er die Charger gern spielen. Weil ich würde sogar für ihn auf die Charger verzichten und den Schorsch spielen. Er könnte ja jeden Abend tauschen. Wechseln, ja, das weißt du, wie genial das wäre. Am Broadway haben sie das gemacht. Die Menschen waren begeistert, weil jeder denkt sich dann, wie wird der Fendrich morgen die Charger spielen? Genau. Dass der Heider die Charger spielt, aber der Fendrich... Also das wäre natürlich genial, aber du brauchst bei so einem Stück natürlich so Kapazunder, nicht? Das ist ganz, ganz, ganz logisch. Ja, in Mörbisch für Mamma Mia hast du diese Kapazunder jetzt heuer alle. Am 13. Juli ist Premiere, bis 20. August wird gespielt. Geht sich überhaupt noch irgendeine Zusatzvorstellung notfalls aus? Nein, wir haben das allerletzte ausgelotet. Wir wollten eigentlich nur 18 Mal spielen, eine Generalprobe 19 und jetzt sind es 30 Vorstellungen. Wir haben 11 Zusatzvorstellungen. Ich habe mich eigentlich schon geniert, an die Medien zu verständigen, weil die gesagt haben, schon wieder Zusatzvorstellungen. Weißt du, und beim 7., 8., 9. Mal hat mir ein Kollege gesagt, von dir hat gesagt, wissen Sie was? Geben Sie gleich drei, machen Sie gleich drei, dass wir immer gleich schreiben müssen, Zusatzvorstellungen. Jetzt sind es wirklich 11 Zusatzvorstellungen geworden. Das heißt also 70.000 Menschen mehr, als wir geplant haben. Das ist schon anständig. Und das ist, würde ich sagen, der größte Vertrauensbeweis des Publikums für die Mörbischer Seefestspiele. Dass die Menschen ganz einfach, nur zum Beispiel, weil wir wissen, dass knapp die Hälfte der letztjährigen Zuschauer noch einmal kommen. Die haben als Erste die Karten gekauft für Mamma Mia. Und wir wissen jetzt auch, dass wir wieder eine Spur jünger geworden sind, obwohl wir auch wissen, dass wir etwas haben, was noch nie so war. Wir haben jetzt wirklich Familienverbände, 20, 30 Menschen, vom Enkel bis zur Oma, die ganze Familie. Und ich mache mir wirklich Sorgen um unsere Stühle, weil ich weiß, dass ab Dancing Queen die Menschen auf den Stühlen stehen werden und mittanzen werden. Und wenn das 6.000 Leute machen, ist das schon eine gewisse Energie. Mhm. Das Schlimme ist, es hat ja alles nur Ohrwurmqualitäten. Da kann man ja gar nicht anders. Ich weiß nicht, gibt es ein Stück, das 22 Welthits hat, nicht? Also außer beim Lenny Bernstein natürlich, das ist klar. Oder auch bei Udo Jürgens, ja. War noch nie mehr in New York. Aber halt solche Welthits wie ABBA, das ist einfach, es ist ein Wohlfühl-Musical. Keine Krankheit, kein Krieg, ein liebes, fesches Mädel sucht aus drei Männern ihren Vater und wird fündig, Gott sei Dank. Es ist eine Pulitzerpreis wird dieses Stück keinen bekommen, das wissen wir, oder Grimme-Preis wird der Text auch nicht kriegen, aber die Menschen sitzen beglückt drinnen und du weißt, du kannst damit 2,5 Stunden unterhalten. Und trotzdem, finde ich, ist es auch Unterhaltung mit Haltung. Die Musik ist jetzt, wenn man Pop-Liebling ist, das ist höchste Pop-Qualität, die es gibt, muss man wirklich sagen. Mhm. Und die halten sich. Und es ist lustig, dass die Menschen, die vor 40 Jahren zugeschaut haben beim Song Contest, ja, die damals 35 waren, heute 75 sind und stehen und weinen und mitsingen und mitlachen und mitsingen vor allem. Das ist der Wahnsinn. Also das ist in Manchester, haben sie eine Vorstellung abgebrochen jetzt vor einem Monat, weil die Leute, die Zuschauer so laut gesungen haben, dass die Darsteller auf der Bühne das Orchester nicht mehr gehört haben. Also das ist ein bisschen Sorge, die ich auch schon habe. Darum haben wir zum ersten Mal in ihr, damit zumindest die Darsteller verstehen,
was sie singen und verstehen das Orchester verstehen. Weil wenn dort 6.000 Leute singen, das ist so gewaltig, dass man es in Russen hören kann, glaube ich, ohne Übertreibung. Also lauter so großartige Sachen, aber jetzt ist einmal das für uns ist das Wichtige, dass wir das Produkt auf die Bühne stellen, dass wir es professionell machen. Aber mit dem Vorständen, die ich da habe, mit Gergen und mit Jonathan Huhr, glaube ich, ist überhaupt keine Gefahr. Lieber Alfons, dann freue ich mich auf diesen Sommer, auf Mamma Mia. Danke, dass du bei mir zu Gast warst. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Toi, toi, toi. Und das nächste Mal machen wir es umgekehrt. Du stellst mir die Fragen. Also ich bin ja dafür, dass ich eigentlich, wenn Peter Jaulen seine 50. Sendung feiert, von mir interviewt wird. Wie ist das Leben eines Kulturkritikers im Kurier? Bis zum nächsten Mal. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dem kann ich mich nur anschließen. Herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns treu.